Kiefer, ey. Ja, super. Und da kommt noch einer dazu. So, Rex, hilf dir mal ein bisschen. Zwar bezweifle ich, dass du meine Hilfe noch jemals in Empfang nehmen wirst, so tot wie du bist. Aber... So, warte mal. Rückstand. Haben wir noch irgendwas? Nein, gut. Untersuchen wir das mal. Auch wenn ich gerade nicht die Hoffnung hatte, dass es gut sein könnte. So, der letzte. Der heißt, hier kommt bald der Boss. Wenn man logisch 1 und 1 zusammenzählt. So. Mächtiger Heiltrank nehmen wir, den wir gleich eh brauchen. So, Schrill der Identifikation, dann machen wir das hier eben schnell. Ist das besser als meins? Nein, ist nicht besser als meins. Ja, okay, dann los geht's. Los! Oh, Tochter von Lolf. Man, you're an ugly one. You're an ugly one. Ich hasse Spinnen. Wenn ich sie an dir denke, kriege ich Gänsehaut. Ja, super. Immun gegen sowas. Ist schon mal... perfekte Voraussetzung für Sterben. Aber Rex, du kennst deine... Nicht sterben, bitte. Ich brauch dich lebend. Ja. Er kassiert einfach viel zu viel. Okay, Rex. Stand up. Stand up. Komm schon. Zusammen, Rex. You and me. Oh, fuck dich. Fick dich, Rex. So viel zum Thema du und ich. Dann erledige ich das alleine. Fahr zur Hölle. Is that all you got? I think so. Ah, nicht schlecht eigentlich. Rex hat doch einen schlimmeren Gürtel, einen Scheißgürtel, oder? Ja, das Ding ist sogar besser. Geil. Ja, dann lege ich das hier weg. So, und pack dir Gürtel dieser Scheißspinne hin. Perfekt. Obwohl, ich könnte dir da noch so einen Edelstein draufballern. Das ist ein Verteidigungsplatz, da könnte ich dir eigentlich was draufhauen. Hier! Gib mal deinen scheiß Gürtel her. Bang! Oder was ist das? Oh, jetzt dauert das erstmal eine Weile. Wie ging das nochmal? Genau, Gegenstandsrüstung verwalten, Dings, verzaubern. Ja, sehr gut. So, Rex. Und jetzt kriegst du dieses Schmuckstück. Mit ein bisschen mehr Leben drauf. Das ist doch perfekt. Dann hältst du wenigstens verdammt nochmal mehr aus als davor. Und hast noch eine gute Regeneration. Also, ich würde mich nicht beschweren. Das ist besser, als was du, kriegen kannst. So, gehen wir mal weg. Ich habe die Schnauze voll von Spinnen. Meinetwegen nie wieder. Ein schlauer Kämpfer hört auf, wenn er auf der Siegerstraße ist. Richtig, und ich höre auf mit diesen Spinnenkämpfen, diesem Scheiße. So, letzte Tür untersuchen. Bam, die Bretter sind ab. Oh, Scheiße. What the fuck? Okay, warte, gegen dich will ich kämpfen. Du hast wenigstens noch so einen Status, den ich... Du bist so ein kleines Mini-Elite-Monster. Wenn ich dich besiege, könnte ich vielleicht was Nützliches von dir bekommen. Wenn Rex überhaupt noch diesen Tag miterleben wird. Und wie ich sehe, wird Rex diesen Tag nicht miterleben. Aber ich werde ihn miterleben. Okay, haben wir von hier ab. So schnell, Identifikation. Ist das besser als meins? Nein, also haben wir.
Nein, nein, oh, kaum passt du nicht auf, kommen hier so welche Ninja-Turtles, ey. Wie, ich muss noch an den Türen rütteln? Das kann doch nicht sein, ich bin doch schon fertig. Na gut, warte mal, ich guck mal, ob ich da jetzt irgendwas machen muss oder ob das nur... Ist nur ein Bug, verdammte Scheiße. Ich darf schon eigentlich von hier verschwinden. Und genau das mache ich jetzt auch. Oh, super geil. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Scheiße. Ah, hier reinspringen. Dann sollte ich eigentlich mal gesichert sein. Okay, das ist noch mehr Spinnen. Da muss ich hier eigentlich nicht rein. So, weg von hier. Halt die Fresse, ich will hier raus. Lass mich raus. Rex ist tot, ist mir scheißegal. Lass mich raus. Ah, Gott sei Dank. Was? Die, dachtest du, die will immer noch kämpfen? Nee. Nee, Alte, das ist nicht drin. So, ich will erstmal nur die Quest abgeben. Dank euch war ich in der Lage, einige der Gefangenen in Sicherheit zu bringen. Gut gemacht. Sie waren alle sicher? Meine alten Knochen freuen sich, so etwas zu hören. Danke. Vielen Dank. Kein Ding. So. Das sind die besten Neuigkeiten, seitdem das alles hier angefangen hat. Ihr habt mein Herz beschwichtigt. Und nun kann ich mich darauf konzentrieren, diese Drow-Eindringlinge zurück ins Unterreich zu befördern. Ich helfe gerne. Die Todesweber. Die Drow haben einige ihrer Priesterinnen aus dem Unterreich mitgebracht, die Todesweber genannt werden. Und seit einiger Zeit im ganzen Dorf ein eigenartiges Ritual vollziehen. Ich kenne den Zweck nicht, aber es wird sicherlich alles andere als gut für uns sein. Begebt euch ins Dorf und erledigt so viele von diesen Todeswebern, wie ihr könnt. Haltet das Ritual auf und findet bestenfalls heraus, worum es sich dabei handelt. Okay. Schleier der Spinnenkönigin. Direkt nach dem Angriff haben die Drow diese merkwürdigen Geräte im Dorf errichtet. Diese Schleierweber erzeugen eine Art von Magie in der Luft, mit der das Netz der Dunkelheit über dieses Dorf verhängt wurde. Das Netz wird ständig größer, aber durch die Zerstörung des Schleierwebers könnte das Wachstum verlangsamt oder sogar aufgehalten werden. Die Schleierweber sind östlich und westlich am Fluss entlang zu finden, sowie südlich in der Stadt. Aber sie werden bewacht, also seid vorsichtig. Also sind das diese lilanen Dinger, die ich da gesehen habe? Okay. Kein Problem, Alter. Wir übernehmen das. Und irgendein Wettkampf hat angefangen. Na gut. Spinnenjagd. Sehr gut. Ich liebe ja Spinnen über alles. Nicht. So, Schleierweber und... ein Todesweber. Wo zur Hölle bin ich jetzt, bitte? Okay. Ich habe eine kleine Teleportation durchgeführt. Das ist schon mal nicht schlecht. Mal die andere Seite. Warte, ich brauch dich. Ich bin dein Gegner, nicht der Typ, der gerade an dir vorbeigelaufen ist. Gib ihn Rexbox. So, jetzt nehme ich das Buch mit mir. Sehr gut. Da sind noch mehr. Und ich glaube, das sollte dann danach unser Level Up finanzieren. So. Ach, das war die Spinnenjagd? Ah, okay. Das sind solche Viecher, die hier auftauchen. Rex, konzentriere deinen Angriff auf sie. Ich komme hier nicht raus. So, wir holen uns den da gleich. Aber erstmal schmeiß ich das weg. Komm zurück! Ah, du willst mit mir kämpfen? So, welche Spinnen mag ich, die kampfbereit sind? So, noch eine Spinne. Damit bin ich jetzt auf Rang 1. Sehr gut. Rang 1 ist gut. Okay.
Yeah, noch mehr Spinnen. Bin ich ja so großer Fan von. So, Rang 1 wieder. Oh ja. Ich bin gleich Rang tot. Gut, aber ich lebe. Sehr gut. Das ist doch... Solange ich die Kämpfe hier einigermaßen heil überstehe, ist alles gut. Die Tränke gehen langsam aus, aber ich gehe verkaufen, dann kann ich mir ein paar neue gönnen. Mit Rüstung zerreißen geht einfach alles schneller. Jedenfalls ist es meine Devise. So. Okay, erstmal das Ding zerstören, ansonsten kommen wir an das nicht ran. So, kaputt. Okay, Schleier der Spinnenkönige haben wir auch schon fertig. Wir neuen nur noch die Todesweber. Und da muss ich erstmal... Ja. Komm Rex, all together. So viel zum Thema All Together. Ich übernehme die kleine Spinne, du die große. Schien wohl keine Option zu sein bei dir. Sterben war deine Option. Na gut. Nein, 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 nein! Okay, tot ist sie trotzdem, das ist doch cool. So, was hat sie da gedroppt? Ein Heizding. Ich muss mal gucken, ob ich mit dem Heizding was anfangen kann. Nein. So, was fehlt mir noch? Mir fehlen Todesweber und Ritualpisser. Am besten noch mit Büchern, ja. Zum Beispiel die da. Die hat noch ein Buch dazu, das ist perfekt. Zwar konnte ich Rüstung zerreißen nicht an dir ranmachen, weil du einfach abgehauen bist, aber passt schon. Keine Ahnung von wo du herkamst, Kling Eastwood, aber den Helden spielen hat dir wohl scheinbar auch nicht viel gebracht. So. Oh, Jungs. Das wird jetzt langsam nervig. So, stirb verdammte Scheiße. Jawoll, Level 56. Bam, in your face, Pally. Oh. Immer wieder dieselbe Leier. Stirb. So, ich kann jetzt, glaube ich, diesen neuen Dolch anziehen. Der ist gut. Der ist sogar besser als alle anderen Dolche. Ja, der ist gut. Behalte ich. Was gibt's Neues? Kraft. Was bam sich rein? Oh, ja komm. Einfach mal so just for fun. Lockvogel, weil ich das schon mal gemacht habe. Talent. Was kommt jetzt? Bedrohung für 6 Sekunden bei kritischen Treffern. Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer und Schwere für 6 Sekunden nach schockierender Vollstreckung. Ja, okay. Nehme ich einfach mal das. Na, schockierende Vollstreckung, also halt meine Attacke hier. Das ist doch gut, perfekt. Mit der Attacke arbeite ich schon die ganze Zeit. Das passt. Das kommt mir gut in die Karten. Zwar wollte ich, glaube ich, noch was angucken, aber... Nein, da gibt es zum Beispiel nichts Neues mehr. So.